Derbysieger. Ja, wie sind die Emotionen erstmal? Ja, die sind jetzt wieder ein bisschen runtergekommen. Wir haben uns jetzt ein bisschen beruhigt. Es war doch ein schönes Derby, muss man sagen. Vor allem für uns natürlich, weil wir das Spiel dann auch gewonnen haben. Ich glaube, wir haben es auch verdient gewonnen, weil wir einfach wenig Torchancen zugelassen haben. Und freuen uns jetzt natürlich, aber wie gesagt, das ist nur Momentaufnahme. Wir konzentrieren uns jetzt wieder ab Montag auf Mittwoch. Wir haben eine englische Woche, die wird hart genug. Und ja, auf das legen wir jetzt Wert. Aber erstmal sollen sie sich jetzt die Jungs 2 Tage mal erholen. Es war ein defensiv geprägtes Spiel. Was siehst du für eine kurze Spielanalyse? Ja gut, wir wollten natürlich nicht ins offene Messer laufen. Das war uns natürlich klar, vor allem im Derby nicht. Das muss nicht sein. Ich muss sagen, wir haben es sehr, sehr gut verteidigt heute. Kompliment an die ganze Mannschaft. Hat die ganze Mannschaft mit nach hinten gearbeitet, so wie wir das auch besprochen haben. Und von dem her kann man meiner Mannschaft eigentlich nur Glückwünsche aussprechen. Du hast ja angesprochen und auch der Timo, der Kapitän, hat es vorhin gesagt, dass ihr heute besser defensiv stehen wolltet. Ist das ein Problemfeld gewesen und wie habt ihr das heute lösen können? Ja gut, wir haben gewusst, dass die Pforzheimer Druck haben. Die haben erst ein Spiel gewonnen und oder stehen, sagen wir mal so, mit unten drin. Und wir mussten geduldig sein, die Defensive gut halten, gut verschieben, eng am Mann sein. Das haben wir bis auf die ersten 2 Minuten im ganzen Spiel eigentlich hervorragend gemacht. Woran werdet ihr jetzt arbeiten? Und andere Frage von anderer Seite, was klappt bei euch gerade besonders gut? Ja, im Moment ist es halt so, dass wir zum richtigen Zeitpunkt immer die Tore machen und defensiv, wie gesagt, auch gut arbeiten. Wir müssen jetzt aber, es sind erstmal jetzt 5 Spiele bei uns gespielt. Wir haben erst 5 Spiele, haben jetzt am Mittwoch unser Nachholspiel. Wie gesagt, ist erst am Anfang alles frisch. Wir haben natürlich die optimale Ausbeute. Da freuen wir uns natürlich und gehen aber mit dem nötigen Selbstvertrauen, aber auch mit der nötigen Ruhe an die weiteren Aufgaben dran. Die nächste Aufgabe wartet jetzt am Mittwoch zu Hause auf euch und das wird dann mal Waldorf 2 sein. Was wird das für eine Aufgabe sein? Eine enorm schwere Aufgabe. Waldorf 2 ist doch eine sehr, sehr spielsteige Mannschaft, junge Mannschaft, wie die Zweiermannschaften so sind. Da werden wir schon uns richtig drauf vorbereiten und wieder 100% geben müssen. Dubi, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke.